Ist am meisten. Und wir haben ihn gebrochen. Oh, lol, wir haben ihn bekommen. In 3, 2, 1. Hey Leute, was geht? Willkommen zusammen wieder auf meinem Kanal. Nämlich ein weiteres Islands-Video. Und wenn man heute folgendes, ich zeige euch natürlich, wie ihr diese neuen Fragmente bekommt für das neue Live-Event, das ich eventuell hinkriege. Ich weiß noch nicht, warum ich das so sage. Das erkläre ich euch gleich. Aber ich würde sagen, wir legen einfach los. Nämlich ist das ein neues Update rausgekommen. Und es dreht sich alles nur um dieses kleine Portal hier. Deswegen, wie gesagt, kein großes Update-Video dazu. Einfach nur kurz zeigen, wie man dieses Portal-Fragmente bekommt. Denn, wie gesagt, es gibt ein neues Portal. Noch kurz zeigen, an der Workbench. Und an dieser Workbench sehen wir hier unten, hat so ein extra Portalrahmen. Muss man sagen, es hat ein extra Portal, ja, Zeichen oder Dings. Und wir sehen hier schon, Mysterious Portal, an excellent portal crafted from Mysterious Fragments. Und wir sehen hier schon, ich habe schon eins von 4 Fragmenten gesammelt. Und dieses Fragment ist nicht von Bossen. Und ganz klar, wir müssen jetzt Bosse kloppen. Bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, wann das Event ist nochmal. Muss nochmal gucken. Aber wir sehen auf jeden Fall hier ein Mysterious Fragment from Bar. Das ist halt von diesem Wüstenboss, den wir kennen. Und wie gesagt, davon brauchen wir insgesamt 4 verschiedene. Und davon nur eins. Das heißt, dann können wir das Portal craften. Aber muss ich sagen, man kann diesen Stein, ihr hört schon, nicht droppen. Man kann alles andere droppen, aber diesen Stein kann man nicht droppen. Das heißt, man kann ihn auch nicht verkaufen oder von anderen Leuten abkaufen. Das heißt, es ist ein einzigartiges Item. Das heißt, man kann sich nicht dumm und dämlich mit, ja, machen. Und dazu kommt natürlich noch Folgendes. Nämlich, wir müssen diese Sachen wieder bei den Bossen farmen. Und wir gehen mal kurz jetzt zum Slime-Boss, denn den brauche ich noch. Ich brauche eigentlich alle Bosse, außer halt den Bar-Boss, was eigentlich ganz gut ist, weil der Bar-Boss schon ein bisschen weit entfernt ist. Aber was wir am besten machen müssen, ist wieder diesen Boss farmen. Und ich würde euch empfehlen, geht in Public-Lobbys, nicht privaten Lobbys, außer ganz viele Freunde. Denn da macht es dann Sinn, mehr zu kämpfen, weil dann ganz viele Leute auch, wie gesagt, diesen Boss haben. Oder was heißt, er hat den Boss haben, sie den Boss halt zum Freischalten, halt zum, ja, besiegen. Der Slime-Boss natürlich der einzige Schritt zu machen, weil der Slime-Boss natürlich hier ganz oft spawnt. Das heißt, wir müssen noch schaffen, eventuell den... Ah, okay, nee, wir kriegen ihn nicht. Das heißt, wir holen mal kurz mal selber hier den Slime-Boss, wenn es auftaucht. Genau hier. Mal gucken, macht er schon oder macht er es selber? Mal gucken, mal gucken. Ah, er haut. So, eine Schießschutte. Er ist gleich natürlich am schnellsten ankommen gleich. Und zack. Los geht's. Und wir machen jetzt kurz hier schnell den Boss platt. So. Mal kurz den Boss platt machen. So, und wir jetzt nur... ein Green Sticky Gear und 20 Green Slimebots bekommen. Wie gesagt, nicht das, was wir eigentlich bräuchten. Na gut, das ist natürlich ein bisschen kritisch, aber das genau brauche ich. Genau, er schreibt schon, I got it. Deswegen, das eigentlich bräuchten wir auch. Aber ja, hier sind gar nicht so viele Leute. Und wir können erst in 14 Minuten wieder respawnen. Deswegen, ich bin mir unsicher, ob ich das schaffen werde. Aber ich hoffe mal, ich will mein Bestes hier hinzukriegen. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Okay, vielleicht hat der Kollege hier vielleicht was zum Spawnen. Wir gucken mal, bleibt er stehen? Ja, bleibt schon. Okay, das heißt, er kann spawnen auf jeden Fall. So, wir warten mal kurz. Ja, nice, okay. Jetzt komm, jetzt draufknüppeln. Jetzt alles rausholen, hier mit dem Stab. So, mal kurz hier ein bisschen den machen. Und nochmal den hier. Also am besten mit dem Stab hier arbeiten, weil der lohnt sich am meisten. Und wir haben ihn gebrochen. Oh, lol, wir haben ihn bekommen. Wir haben ihn bekommen. Nice, okay. Dann haben wir jetzt doch anscheinend in diesem Video schon einen weiteren Stein bekommen. Nice. Das ist cool. Das ist richtig gut. Okay, nice. Vielleicht schaffen wir doch noch das Portal. Also, wenn ich so viel Glück habe, krass, weil ich muss sagen, davor die Tage, ich hatte wirklich kein einziges Mal Glück, irgendwie andersweise zu bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt kurz mal zum, ja, Korboss? Genau, Korboss. Nice, das heißt, nach 2 Tryen haben wir schon versucht, oder haben wir jetzt endlich bekommen, diesen, ja, Sharp zu bekommen. Das heißt, es fehlen nur noch 2. Das heißt, einmal vom Wizard und dann einmal hier nochmal Korboss. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier wieder den Eingang finden, wo auch immer wir gerade ist. Aber ich würde euch empfehlen, auch immer die Chili-Schoten mitzunehmen, weil die sind echt sehr viel, ja, wert oder nutzvoll halt für schnelleres Traveln. So, jetzt bin ich eben verlaufen hier gerade. Mal kurz wieder futtern. So, perfekt. Oh Mann, hier ist gerade keiner, glaube ich. Okay, dann hoffen wir mal First Try, dass wir es schaffen werden. So, einmal hier rein und zack. So. Das Ding ist, man kann ja eigentlich mit diesem Ruby-Stuff eigentlich auch auf der Mitte dann warten und dann eigentlich Schaden kassieren von ihm. Weil wir sehen ja schon, ne? Oh oh. Ja, obwohl da will ich mich dann doch wieder zurückziehen, weil das bei Leggings schon ein bisschen übel werden kann. Ja, nee, nicht mit mir. Okay, so, weiter geht's. Komm, ja, nice, nice, nice. So. Ja, okay, jetzt schon Teleport down. Nice, nice. Also, wenn wir jetzt noch einen Stein bekommen, das wäre richtig Ehre. Weil laut meiner lieben Zuschauer Makramee soll es angeblich schnell da. Die wie schon da ungefähr 2 von hat, von den Portalen. So, mal kurz hier schnell machen. Oh oh. Ah, okay, geht noch.
So, haben wir bekommen? Nein, haben wir nicht bekommen, oder? Nee, okay. Wenn wir nicht bekommen, dann kriegen wir diesen coolen irgendwie Combat-Bug damit irgendwas 99.000 XP. Ja gut, also man sieht, es funktioniert immer First Try. Das heißt, ich gebe noch kurz die Diamanten hier mit und dann geht's ab zum Wizard-Boss. Vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen mehr Glück. Kann ja sein, mal gucken. Okay, hier scheint einer auch sehr ruhig zu sein. Anscheinend eine sehr ruhige Lobby auf jeden Fall heute. Aber mal gucken, ob ich es trotzdem schaffe. Denn das wäre richtig cool. So, dann machen wir kurz den Schnitt fertig. Mal gucken. Ja, der geht easy weg. Also mit dem Stab hier ist man da einfach dran. Und da kennen wir absolut wirklich gar nichts. Na komm. Bitte jetzt gönnen, weil hier sind kaum Leute. Und... Oh, ich habe gerade schon gehofft, aber was war nur eine Green Page? Ach Mann, ey. Okay, wir haben nur eine Green Page bekommen. Das heißt, wir haben ja eigentlich nichts Gutes mehr zu machen, weil wir haben ja keinen anderen bekommen. Aber was ich machen werde, ist noch kurz Zauber hoppen, um zu sehen, ob wir dann mit ein bisschen Glück doch noch ein paar Bosse mitmachen können. So, wir sind hier in einer weiteren, hoffe ich mal, neuen Lobby. Und wie gesagt, jetzt hoffe ich mal, wirklich, dass da mehrere sind, nicht nur einer, weil ihr merkt schon den Struggle dahinter. Aber es hört sich nicht gut an, es ist sehr ruhig hier. Oh nee, da sind Leute. Aber ich glaube, die haben alles schon gemacht, kann es sein? Okay, da ist anscheinend einer, hat ihn gespawnt, das heißt, los geht's. Und den schon, wie schnell einfach auch mit gemeinsamen Leuten platt gemacht wird, ne? Das ist schon krass. So, einmal kurz mal extra Hits geben hier mit dem kleinen Schwert. Weil der ist ja instant weg jetzt einfach. Und was, wir haben schon wieder eine Page bekommen? Och man, ich will doch keine Page für den Boss haben. Okay, hat er noch einen Boss gespawnt, würde ich sagen. Müssen wir noch einmal. Ja, komm, also wir sehen schon, das geht sehr schnell runter. So, bitte jetzt komm, gönn für das Video. Für das Video, sei, bitte Gönjamin-Wochen. Jetzt haben wir ernsthaft noch eine Red Page bekommen. Oh, ich will doch nur den Stein. Okay, hat er nochmal gespawnt. Okay, los geht's. Das muss jetzt funktionieren. Bitte, 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 bitte. Ich hoffe, es funktioniert. Bitte. Steine, bitte. Oh, wo ist hin? Oh, da. Oi. Ja, wir kriegen ja nur Empty Bottles. Echt, also, man merkt schon, wie schwer das ist, wirklich da ranzukommen. So, weiter geht's. Bitte, jetzt komm, gönn doch mal, komm, ja, und... Also, man merkt schon, das ist auf jeden Fall richtig schwer. Und ja, ich guck mal, ob es noch weitergeht oder sonst, ja, versuchen wir mal den Rest noch zu grinden. So, es ist eine ganze Stunde vergangen, seit ich versucht habe, diesen einen Boss hier, nur den Wizard-Boss zu töten. Und mit mehreren Anläufen von verschiedenen Leuten hat es nicht geklappt nach einer Stunde. Das heißt, ihr seht schon, dass ich diesen Slime-Boss bekommen habe, war sehr, sehr lucky. Deswegen kann ich leider das Portal nicht zeigen, aber vielleicht sehen wir es dann sehen im Livestream. Oder mal gucken, wann ich das zeigen werde. Und ich würde sagen, das war es erstmal für dieses eine Video. Wie gesagt, leider konnte ich es nicht zeigen, aber ich habe gesehen, wie man das halt bekommt. Und ja, ich muss mal gucken, was das Spiel machen muss. Aber eine Stunde ist schon heftig lange, weil ich das nicht hingekriegt habe. Aber ich würde sagen, wenn es das Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr hier eben seid. Oder auch Ehrenfrauen. Dann lasst mir mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos von Islands oder sonst auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.